Was hast du denn da alles? Kaufst du für den Geburtstag ein? Das ist eigentlich für mich. Für dich? Ja. Das alles? Ja, warum? Wie willst du denn das futtern? Ist dein Ernst? Crazy, Mann. Zur Kasse. So sieht der Kassenbon aus und es hat 104 Euro gekostet. Plus noch die Gebäck oben drauf. Ja, Mann. Also Leute, es geht aber noch weiter. Es geht noch weiter, das war's doch nicht. Pizza mitbestellt. Burger. Und weg ist, ihr werdet sehen, Leute. Weiter geht's. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Calvin. Ich bin's Marvin. Heute gibt's eine sehr leckere Challenge. Yes, Leute, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Und zwar, wer nimmt schneller zu in 10 Minuten? Yes. Leute, wir haben gerade schon eingekauft. Ihr habt's gesehen. Sehr, sehr viele Sachen. Aber das war's noch nicht, Leute. Wir haben gerade eine Pizza bestellt, die wir jetzt abholen werden. Genau. Und zwar eine richtig große, leckere Margherita mit Knoblauch, Leute. Das ist von unserer Lieblingspizzeria. Und die ist unschlagbar, Leute. Ja, die ist so lecker. Das ist die beste Pizza. Und ja, wir gehen jetzt noch einkaufen. Danach noch Ben und Jerry's auftreiben. Ben und Jerry's haben wir nicht bekommen, eben im Einkaufsladen. Genau. Und noch Mc's. Boah, noch ein Burger. Bisschen Alter. Burger. Zwei Burger, Pommes, vielleicht Nuggets. Werden. Ja, Mann. Dann würde ich sagen, sind wir gut ausgerüstet für die Challenge, denn gleich gehen wir nach Hause, machen den Tisch voller den Sachen und dann stoppen wir die Zeit, also wir wiegen uns nochmal vorher das Gewicht und dann 10 Minuten lang dürfen wir essen, was wir wollen, komplett reinhauen, komplett cheaten. Cheat Day des Todes, Leute. So was, das wird zu krass. Das wird schon richtig schweinig. Also das schon, ja. Danach schlechtes Gewissen, aber egal. Und wir wiegen uns vorher noch ab. Ja, ganz genau. Wichtig. Und danach dann. Und danach, ne? Wer? Innerhalb. Ja, genau. Wer mehr zunimmt, der hat gewonnen. Innerhalb 10 Minuten. Und die Strafe ist es, Leute. Leute, wir haben schon so lange hier diesen Kaugummi, Leute. Der ist ja die ganze Zeit schon. Und der ist aus diesem Automat von dem einen Video. Blenden wir jetzt ein. Oh mein Gott. Kindheitsgefühle. Als Strafe für ein Video können wir das essen, eigentlich. Wollen wir uns das aufbewahren? Wir bewahren das auf, Leute. Von diesem Video ist der Kaugummi und ja, ich glaube, der ist nicht, also ist nicht so hygienisch in diesen Automaten und so. Haben bestimmt viele schon dran gepackt. Und der Verlierer, also der weniger zunimmt, muss der muss ausgiebig auslutschen, ablutschen. Ja, wie ein Kaugummi. Und dann halt, ja, dann genau. Halt essen. Ja. Kauen, schmecken lassen. Genau, das ist die Challenge für heute. Ich habe schon, wir haben nichts gegessen, Leute, heute. Ja, und wir haben schon 15.30 Uhr und noch nichts gegessen. Ich glaube, danach haben wir auch erstmal keinen Hunger mehr und ja, wir haben Snacks für 10 Jahre lang. Auf jeden Fall. Ich zieh dich ab. Ich so reinhauen, ne? Ich trinke auch jetzt extra nichts und so. Ich auch nichts. Damit ich weniger wiege. Genau. Wir sind auf dem gleichen Stand. Wir haben nur eben ein Stück Wasser getrunken. Genau. Und sonst nichts. Ja. Komplett auf gleichen Stand. Ich werde alles geben. Ich werde alles, was richtig schwer magen, nicht mehr reinpfeifen. Ja, und ja, wir werden sehen. Wir können essen, was wir wollen. Ja, ihr liebt ja diese Kalorien-Challenge-Cheat-Day-Videos. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das in dieser Art, in 10 Minuten, weil wir haben ja 24 Stunden haben wir ja schon gemacht. Genau, jetzt. Wer hat da gewonnen? Hab ich da gewonnen? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Leute, ihr könnt jetzt schon mal in die Kommentare schreiben. Nicht schummeln, nicht vorspulen. Schreibt jetzt in die Kommentare, wer ihr denkt, wer wird die Challenge gewinnen. Was denkt ihr, wer innerhalb 10 Minuten mehr zunehmen kann? Ihr wisst Bescheid, wer gewinnt. Okay, Marvin, insgeheim. Insgeheim, ihr wisst doch eh. Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ich will auch Taktik machen. Ich werde nicht schweren Sachen packen. Okay. Und Leute, für mehr so Kalorien-Challenges, gebt mal einen fetten Daumen hoch. Bam. Ja, dass wenn wir mal in Amerika oder so sind, da mal eine 20.000 Kalorien-Challenge machen oder so. Aber wenn wir alles auseinandernehmen. Ja, Mann. Daumen hoch für sowas, ja, damit was kommt. Auf jeden Fall. Wir holen die Pizza jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, was war ein Riesenteil. Alter Schwede. Oh mein Gott, ist Knoblauch drauf? Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Geil, ein Gedicht, Leute. Leute. So, ab zum Ben & Jerry's. So, wir sind gerade beim Mc's. Oh, lecker, die Beute. Lecker. Big Macs, Pommes, was noch? Nuggets, ne? Pommes, Nuggets, Big Mac, Chicken Nuggets, Pommes, Nuggets, Big Mac, Pommes, alles, Nuggets, alles was geht. Und die, wie heißt es? Die Ben & Jerry's haben wir eben auch noch geholt. Yes. Also wir haben jetzt alles am Start, jetzt geht's so. Wir haben Leute, wir haben einfach jetzt, wie viel Uhr? Wir hatten eben 15.30 Uhr, waren wir noch unterwegs. Wir haben jetzt 16.17 Uhr und wir haben übertrieben Hunger, ey, noch mehr. Hunger, das ist vermenschlich, Mann. Puh, jetzt geht's nach Hause, dann bauen wir alles auf, also alles wird schön auf den Tisch serviert. Dann kann ich gar nicht mehr abwarten. Ja, und ich kann es auch nicht mehr abwarten. Wir brauchen noch ein bisschen Geduld und dann dürfen wir endlich essen. Dann werde ich wieder abziehen. 10 Minuten lang alles, was wir wollen. 10 Minuten, was wir wollen. Wer mehr zunimmt, das ist die Challenge. So, jetzt wird vorher gewogen. Hier ist die Waage. Genau.
Du bleibst genau so, dein Outfit? Outfit bleibt, wir haben jetzt eine Vorher-Nachher-Liste. Genau. Gewicht werden wir notieren, wie viel ich und Marvin vorher wiegen. Mhm. Und ja, los geht's. Das du große fängst Liegen. An. Auf geht's. Wir haben 79 Kilo glatt. 79 Kilo trockene Muskelmasse am Start. Da geht einiges rein. Alter, da geht einiges, Digga. Okay, wir schreiben auf Kelvin. 79 Kilogramms. Zack. Jetzt komme ich auf Massephase. So, Bundskerlchen, was wiegst du? Oh, warte mal. Schade, hast du dein Handy? Nein. Hatte ich nicht. Tasche leer, ne? Tasche alles leer machen. Sehr gut. Glatte 86. 86 glatt. Geil, das glatte Zahlen. Nice, dass wir echt glatte Zahlen haben. 86, ja, da ist ein bisschen mehr Masse am Start. Bisschen mehr Fett am Start. Aber ja, wir sind gespannt, wie viel wir dann nachwiegen werden, Leute. Was glaubt ihr? Das werden wir jetzt alles hier aufbauen. Yes. Und dann geht's los mit der Challenge, Leute. Wir sehen uns gleich. Im Studio. Okay, Leute, so sieht's aus. Willkommen zum Festmahl. Yes. Wir haben alles, was wir brauchen. Hinten haben wir auch noch Dips, Süß-Sauersoße und so. Schön. Das sieht man schon gar nicht mehr. Nuggets hier. So viel haben wir hier. Wir können essen, was wir wollen in den 10 Minuten. Ja. Ich werde jetzt gleich den Timer starten und dann dürfen wir 10 Minuten lang reinballern. Und wir können uns hier alles reinfassen in der Reihenfolge, in der wir wollen. Egal was, egal wie. Oh mein Hauptsache, Gott. Man wiegt am Schluss viel. Ich kann dir schon verraten, ich werde mir erstmal ein dickes Stück Pizza reinfassen, Alter. Hier haben wir noch Big Mac Nuggets. Oh mein Gott. Also wir haben eine kalorische Angelegenheit. Ja. Müssen wir rein, Marvin? Ich bin sowas von ready. Jetzt wird Essenssport betrieben hier. Ja, Mann. Wir haben jetzt 17.12 Uhr. Du stellst jetzt den Timer, ne? Ja. 10 Minuten. Dann geht sowas von los, ne? Wenn der Timer klingelt, müssen wir aufhören. Egal, ob du noch gerade am Essen bist oder nicht. Deswegen 10 Minuten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. Ich weiß. Okay, ich fange mit Pizza an. Scheiße. Ein richtiges Stück hier. Okay. Stell dir vor, du isst ein Stück, dann kannst du nicht mehr. Ja, da muss man dann gucken, wie man sich die Kalorien reinfällt. Okay. So ready? Ich bin bereit. Sowas von, ne? Okay. 3. 2, 1, go! Los geht's. Oh mein Gott, das fette Stück. Erstmal ein Riesen. Leute. Boah, was für Riesenstücke. Oh mein Gott. Mmh. Boah, das ist riesig. Boah, die ist legendär. Diese Knoblauch, ne? Boah, diese Pizza. Eigentlich muss man die genießen, ne? Aber. Rein damit. Es muss schnell gehen. Boah. Das ist zu lecker gerade. Unbeschreiblich. Boah. Himmlisch, ne? Eigentlich brauche ich mal jetzt einen Dip. Zum Reindippen. Ich werde wahrscheinlich Nachos in die Soße hier reindippen. Was ist denn noch? Oh, ich muss mal einen Big Mac reinschieben, Alter. Big Mac. Warte. Ja, wir brauchen noch einen Löffel, wir haben einen Teller. Oh. Dann ist heute die verstreicht. Das musst du selber holen. Oh. Aber viele Kalorien. Mal gucken. Schlagsahne zum Ende gibt es nochmal richtig auf. Wird auf die Kalorien geachtet. Leute, Pizza mit Schlagsahne. Digga. Rein damit. Ein bisschen Pommes. Boah, war lecker mit Schlagsahne. Also empfiehlst du es? Da springe ich ja direkt mal auf den gleichen Zug. Kann ich dir nur empfehlen. Hey. Lecker. Erstmal hier süß-sauer aufmachen. Wir jetzt erstmal ein Big Mac hier. Boah. Ja, ich kriege kurz die Pommes, dann gibt's einen Big Mac. Ja, wie süß du mit deinen Pommes hier. Direkt ein Big Mac hier. Leute. Stimmt. Das ist Zeitverschwendung. Geh mal weg. Nee, mach mal ein System nach, oder was? Erstmal einen fetten Big Mac. Willst du den Leuten ein Voressen, oder was? Leute, Daumen hoch, wenn ihr jetzt Hunger habt. Daumen hoch, Mann. Schreibt mal in die Comments, was würdet ihr euch jetzt am liebsten packen? Ja. Boah, lange kein Big Mac mehr gegessen, das ist geil. Ja. Hab ich echt unterschätzt, ey.
Nein. Oh mein Gott, jetzt wird es so schmierig. Schmeckt es? Ich glaube, danach wird mir schlecht. Ich bleibe mal deine Süßsauersoße, ne? Das war kostbare Zeit, die ich verschwendet habe. Die Hoffnung. Okay. Die habe ich jetzt gespart. Danke. Boah. Was? Du hast ihn so schnell gegessen? Ich kann ganz runterschlucken. Oh, den kenne ich ja gar nicht. Ich glaube nicht. Oh. Saurer Apfel oder so. Warte. Oh, Nuggets, Alter. Hab ich ganz vergessen, was ich hab, Alter. Scheiß mal, Pommes, Nuggets. Dann kann ich mir viel schneller reinpfeifen. Ich hab grad voll Bock zu dippen, ne? Ich spiel's nicht auf. Erstmal hier die Nachos gedippt. Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, ich trinke zum Schluss, sonst kann ich nicht mehr essen. Ich muss mehr essen. Wir haben noch. Oh mein Gott, 4 Minuten 30. Was? Was? Das geht so schnell. Wir haben nicht mal alles angefasst. Mm. Boah, mit Füllung. Boah. Mm. Ja. Oh mein Gott. Freunde, Jojos kann man sich super in den Mund stopfen. So. Taktik. Na, geh mal weg von der Kamera, Mann! Junge! Ja, weg da! Boah! Boah! Also, ich kann nicht entscheiden, Alter! Ein Hund, Alter! Hopp, ey! Was kann ich denn entscheiden? Was soll ich nehmen? Am Stoppen, halt, bitte! Oh mein Gott, oh mein Gott! Leute, schmeckt's? Boah, locker. Was geht jetzt? 2 Minuten 40. Ach du Scheiße. Aber wir haben das Eis vergessen. Nein. Oh, Benjamin. Ja. Oh, das schmeckt mir gar nicht. Süß. Alle doppelt. 1 Minute. Nein, Oreo. Und jetzt muss Cola ran. Panzer. Ja, vorher noch ein Nugget. 30 Sekunden. Oh mein Gott. Nein! Stopp! Ey, das ging zu schnell vorbei! Was? 10 Minuten waren, Alter! Was? Wie können 10 Minuten so schnell umgehen? Boah!
Wenn wir die 10 Minuten haben, dauert es ewig. Oh mein Gott, okay, stopp. Leute, nichts mehr essen, nichts mehr trinken. So müssen wir jetzt wiegen. Wir haben die gleichen Klamotten an. Wir gehen jetzt sofort wiegen. Wir gehen jetzt zur Waage. Wir waschen uns nur noch die Flossen. Und dann gibt es den Gewinn an. Dann wiegen wir uns. Oh mein Gott, war das krass. Aber man konnte gar nicht so krass viel essen, ne? Ich dachte, ich kann mich tot essen. Bestimmt denken jetzt auch voll viele, boah, ich hätte noch mehr genommen. Aber das Ding ist, mit dem Kauen, du kommst gar nicht hinterher, was Neues. Dann musst du dich entscheiden. Ja. Und Alter, das ist ja voll überfordernd, ne? Ja. Also 10 Minuten ist echt nicht lange. Nee, Mann. Krass. Umso spannender, wer jetzt mehr zugenommen hat. Ne? Ja. Und um wie viel? Ich bin gespannt. So, du hast vorher gewogen. Glatte 69 Kilogramm. Ich bin gespannt. Was meinst du? Alter, ich weiß es jetzt gerade nicht, was man jetzt halt gegessen hat. Entweder vielleicht 80 oder stell dir vor, nur 0,5. Boah, okay. Ich kann es gerade gar nicht einschätzen. Ich bin so gespannt. Geh drauf. Von 69 Kilogramm auf. Oh, ein Kilo, genau. Ein Kilogramm zugenommen. Genau ein Kilo. Genau ein Kilo. Oh mein Gott. Du musst jetzt 1,1 Kilo Minimum oder 1, oh, ja. Ja, noch 1,1. Leute, ich habe 86 gewogen. Ja, wo du jetzt 87. Das wäre zu witzig, Alter. Dann, ja. Dann holen wir beide. Dann gibt es keinen Verlierer. Dann gibt es echt keinen Verlierer. Okay, ich bin oh mein Gott. Spannend. Also, von 86 Kilogramm auf. Ich pack's grad nicht. Ey, das geht. Das ist krass. Leute, das ist zu krass, Alter. Das ist heftig. Ey, was geht ab? Wir haben beide 1 Kilogramm. Das heißt, keiner hat verloren. Wir haben aber auch beide unterschiedlich gegessen, muss man ja auch mal sagen. Aber vielleicht war es die gleiche Masse. Das ist krass. Ey, das beide 1 Kilo. Hätte ich nicht gedacht. Einmal Gleichstand. Leute, wer hat Gleichstand getippt? Ich glaube, keiner. Ich glaube, das hat keiner getippt. Ich glaube auch. Wenn ihr nicht gespoilert habt, Alter. Krass. Wie gesagt, wenn wir mal so einen richtigen Cheat Day machen sollen in einem anderen Land, wo es geile Leckereien gibt, fetten Daumen hoch, dann sehen wir, ihr habt generell Bock auf sowas. Genau, weil wir wissen, ihr liebt diese Kalorien-Challenges und wir grüßen noch zwei Leute, die uns auf Instagram gefolgt haben und hier auf YouTube die Glocke aktiviert haben. Und zwar schöne Grüße an Fleischsalat und Cindy. Bam! Ihr habt uns auf YouTube abonniert und die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn auch von uns die Grüße, wir sollen einfach nur abonnieren und uns beide auf Instagram folgen. Einmal mir, Kellen, Fitti, Marfit. Dann von uns jeweils das neueste Bild liken und Hashtag Glocke aktiv kommentieren und ihr habt die Chance, hier im Video eingeladen zu werden. Viel Glück! Und Leute, wenn ihr wollt, checkt noch gerne unseren Merch-Shop ab. Gibt's kuschelige Merch? Erster Link in der Beschreibung. Wir haben den auch gerade an. Hier, ich hab die Lego-Kollektion. Immer wieder kuschelig. Abchecken. Erster Link in der Beschreibung. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video.